Hallo liebe Anime-Freunde, willkommen zurück bei 5 Minutes Random zum zweiten Teil von Episode 13. Ja, und zum nächsten hoffentlich besseren Random-Anime. Ich krieg mir gleich ein, dass du das jetzt gucken musst. Queen's Blade. Na gut, ich drück drauf. Obwohl ich es reviewen muss, an dieser Stelle schon mal sei gesagt, niemand auf der Welt sollte Queen's Blade gucken. Doch, du Max. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, Michael, für etwas derartig Schreckliches haben wir gar keinen Eintrag auf unserer Liste. Das können wir gar nicht einordnen, ist, etwas derart Furchtbares. Das ist jenseits jeder Kategorie. Okay, das hier sieht gut aus. Fantasy, Magic, OVA, Shoujo und Superpower, also so Magical Girl. Mir ist klar, dass ich jetzt jede Episode genau hingucken werde, was mein Racheanschlag auf dich wird. Okay, es gibt anscheinend zwei Episoden davon. Okay. Schauen wir rein, so 5 Minuten. Es kann nur besser werden. Ich würde sagen, es kann nicht besser werden. Episode 1. Okay, ist das ein bekanntes Intro? Nö, das ist einfach nur Hafen. Irgendwo im Hafen. Nein. Ist ein bisschen grisselig, ne? Ja, ist wahrscheinlich so 16:9, aber der Anime ist wahrscheinlich noch nicht in HD gewesen. Das ist noch, genau, da haben sie auf 16:9 gewechselt. Okay, er ist bestimmt einer von den Bad Guys, weil die Bad Guys haben immer Sonnenbrillen auf. Ja, er ist von Black Auction. Black Auction. Ja, vielleicht betreiben die einen ganz fiesen Handel mit, mal gucken. Kunst. Ich dachte schon an was Härteres, aber okay, vielleicht kurz. Schwarzmarkt. Was war das eigentlich? Hab ich wieder nicht hingeguckt? Ich hab's wieder vergessen, ne? Magical Girl Kram, also Magic, ach, Super, Scheiße, Power. Oh, und da ist sie auch schon mit ihrem tollen Kostüm. Bei Magical Girl Animes muss es ja eigentlich auch immer Verwandlungsszenen geben, wo die Frauen fast nackt sind. Aber sie ist schon verwandelt, also da haben wir Glück. Ja. Ja, es ist... schon faszinierend, wie so die ersten großen Animes in einem Genre das Genre dann auch definieren. Ne? Dragon Ball hat definiert, wie Shonen-Animes zu sein haben. Ja. Sailor Moon hat definiert, wie Magical-Girl-Animes zu sein haben. Hätten sie es vertauscht, würden wir jetzt immer in jedem Shonen-Anime nackte Männer bei Verwandlungssequenzen sehen. Ja. So, du bist ja derjenige von uns, der mal liest. Was hat sie denn gesagt? Sie wird ihn mit der Macht des Mondes bestrafen, vermute ich. Oder mit der Macht von 10.000 Robotern. Ne, das sind die von den Gegnern, ne? Die gehören natürlich den Bösen. Spinnen, okay. Spinnenpanzer, die sind auch ja recht beliebt bei den Japanern. Sie kann sich relativ schnell bewegen mit ihren Schuhen. Irgendwie so ein Speedboost-Kraft. Was meinst du? Sie kann auf jeden Fall recht gut springen. Ja, Angel Tornado, ja. Oh, das ist... Ihre Schuhe sind, glaube ich, generell so ihr Markenzeichen. Das war ein ziemlich kräftiger Dropkick. So. Es tut mir leid, ich bin übrigens immer noch so ein bisschen platt von der letzten Episode. Ja, also zu Recht. Okay, versuchen wir diesen Magical Girl. Okay, also sie versuchen jetzt irgendwas Neues ihr entgegenzustellen, das wird und doch zu fliehen, auch nicht funktionieren. Das habe ich doch auch gerade gesehen. Die versuchen jetzt die Dame an Bord zu kriegen und abzuhauen. Oh, mehr von mehr denen. Spinnenpanzer. Das mehr. Immer eine gute Lösung. Wenn's mit sowohl in Filmen auch als in Animes. Besonders in Animes. Mehr von dem, was sie gerade eben schon fertig gemacht hat. Ja. Aber jetzt können die Panzer schießen. Mal gucken, wie sie damit umgehen. Oh, es kommt ein zweites Magical Girl mit einem Bogen. Ja, die Fernkämpferin. Oh. Hier in Blau. Mit größeren Brüsten. Das ist auch ein gewagtes Outfit, würde ich sagen. Ja. Ach, ich finde es schon ehrlich. Es muss noch eine dritte geben. Sie ja, in Grün. Oder in Gelb. Ja. Da die Spinnenpanzer grün sind, tippe ich, dass die andere gelb ist. Oh, es bleiben zwei. Niedlich, niedlicher, am niedlichsten. Twin Angels, ja, vielleicht gibt es auch nur zwei. Rot und Blau. Oh. Die schwünze ich jetzt auch erstmal selber. Noch mehr! Noch mehr Spinnen! Mehr. Ja, natürlich. Wir brauchen noch mehr Spinnenpanzer. Was ist besser als ein Spinnenpanzer? Mehr Spinnenpanzer! Ist es besser als mehr Spinnenpanzer? Mehr Spinnenpanzer! Man kann nie genug Spinnenpanzer haben. Ah, sie hat aber auch eine gute Jumping-Skill. Und jetzt schießt sie von oben ab. Und ihren Bogen und ihre Pfeile kommen einfach so mit der Magie aus dem Nichts, können sich aufteilen, cool. Ja. Und sie verfehlt nie ihr Ziel, hat sie gerade eben gesagt. Und was ich gut finde, ist, dass sie sich gerade eben erstmal die Zeit genommen haben zu sagen, hey, cooler Auftritt, ja, du hast dich auch ganz nett zur Schnecke gemacht. Und die Gegner so, wir sind noch hier. Ja, aber die beeindrucken ja nur die beiden Mädels sind wirklich nicht. Könntet ihr uns bitte zu Ende fertig machen, bevor ihr euch gegenseitig lobt? Oh nein, die haben mir die Frisur zerschossen. Nein! Oh, dafür gibt's jetzt aber auch wirklich rücksichtslose Rache. Weil die Frisur kaputt machen, ne? Das geht gar nicht. Können auch einfach mal umfallen, die Gegner. Müssen ja hier noch irgendwie ins Schwitzen kommen, um die fertig zu machen.
sieht man gleich, sie sitzen im Friseursalon. Oh ja, ich hatte hier wieder so 100 Bad Guys und so. Und dann, kannst du es noch retten, Fabiolo? Ja, Dropkick ist echt ihre Spezialität. Die kommen immer von oben, ne? Bei One Piece gibt es da auch eine, die das macht. Die schwebt immer hoch und dann erhöht sie ihr eigenes Körpergewicht und dann fliegt sie wie so ein Stein runter. So ungefähr ist die Kampftechnik auch. Ich habe gerade überlegt, was für ein beeindruckender Bogen das doch ist, der durch ein Maschinengewehr fallen kann. Oh, was ist besser als 10.000 Mini-Spinnenpanzer? Ein großer Spinnenpanzer. Ein Riesenspinnenpanzer. Der ist auch lila, ist ja viel mehr Badass. Ja, weil lila in Japan eine Badass-Farbe ist. Weil lila böser als grün ist in Animes. Deshalb sind die ganz bösen Mädels auch immer die mit den lila Haaren. Oder so schwarz-lila. Da kommt sie nicht mit ihrem Pfeil durch. Der Superpanzer. Meines Erachtens ist das auch schon ein bisschen an der Grenze zu edgy. Also zumindest wie sie gerade von der Explosion weggeflogen ist. Und ich finde es immer besonders grausig, wenn sie es machen mit einem kleinen Mädchen. Ja, allein schon, wie gesagt, wieder das Charakterdesign. Hast du mal verglichen, die beiden? Ja. Die andere hat auch eine deutlich größere Oberweite. Die sollen uns schon wieder... Ja. Die sind und schon das wieder persönlich ist doch immer das, was im Anime-Gucken einen schlechten Ruf einbringt. Ja. Wenn du als Zuschauer zum Voyeur für kleine Mädchen wirst. Kann ich auch nicht unterstützen. Den ich unterstützen kann, ist den Spinnenpanzer, der den beiden mal so richtig in den Arsch tritt. Ja. Ah, okay, das war... jetzt haben wir auf die gleiche Stelle. Ja, dann klappt's. Natürlich schon. Und er bringt so 5 cm ein und trifft genau den wunden Punkt. Nicht schlecht. Hey, das war's. Ja, es können ja noch gute Animes kommen, ne? Wir sehen uns dann bald wieder.